Solche grauen Plastikzylinder stecken in nahezu jeder modernen Schublade, sind wichtiger Bestandteil des Dämpfersystems, hergestellt von Präzisionsmaschinen. Sie am digitalen Zeichenbrett zu entwickeln, darauf hat sich Tim Hillemann spezialisiert. Er ist frisch gebackener Produktdesigner. Schön aussehen muss es hier in dem Fall nicht. Das Design ist da mehr vom Englischen das Konstruieren. Also wir machen hier nichts, was nachher gut aussehen muss, sondern hier geht es wirklich um Technik und um das, was dann nachher als Produkt hinten rauskommt. Gleich nach dem Abitur hat der 25-Jährige sich für eine Lehre entschieden. Die technische Berufsausbildung, genau das Richtige. Ich habe mich eigentlich schon immer für Technik interessiert, mein ganzes Leben lang. Vor allem die Konstruktion macht sehr viel Spaß. Die Präzision hier im Werkzeugbau ist sehr interessant und dass man halt sehr abwechslungsreiche Tätigkeiten hat. Also man hat viele Problemlösungen, an denen man arbeitet, ist auf jeden Fall sehr abwechslungsreich. Nach 3,5 Jahren schließt der Frankenberger seine Ausbildung ab und das als bester Produktdesigner Deutschlands. Sein Prüfungsergebnis 99 von insgesamt 100 Punkten. Viel lernen war es in meinem Fall jetzt nicht. Dass man sich einfach dafür interessiert, ist, glaube ich, wichtig. Und dann fällt das natürlich auch viel einfacher, die Themen, die auch in so einer Abschlussprüfung dann gefragt werden, ja, zu beantworten. Und man beschäftigt sich einfach viel, sehr gerne damit. Die beste Gesellenprüfung abzulegen, war eigentlich nicht sein Plan. Man ist natürlich erstmal ein bisschen überrascht, aber auch stolz. Ich bin jetzt nicht jemand, der das groß gefeiert hat, aber es ist natürlich schon eine schöne Anerkennung. Der Vorteil im Frankenberger Druck- und Spritzgusswerk: Konstruktion und Produktion unter einem Dach. Verbesserungen lassen sich so fix umsetzen. Und dann hat man noch Optimierungen da dran. Genau, hier diese kleinen Rechtecke, die sind so eine Art Einführhilfe, ne, dass die einfach ein bisschen angelupft werden beim Einlaufen. Ja, angelupft werden. Angelupft, so ein Liebes. Ausbildungsleiter Volker Bornscheuer freut es, dass Tim auch nach der Lehre dem Unternehmen erhalten bleibt. Er hat also für seinen Typ die richtige Berufung gefunden. Wir haben damals, also beim Auswahlprozess haben wir schon gemerkt, er ist sehr strukturiert, er kann gut kommunizieren. Und Eisen und diese ganze Technik, das ist einfach sein Leben. Natürlich hat Tim auch schon einen Plan für sein zukünftiges Berufsleben. Erstmal als Geselle so viel Erfahrung sammeln wie möglich.